Sein Seil nennen die Chinesen Saulang. Sie sehen, Schwäbisch und Chinesisch hat gemeinsame Sprachwurzeln. Und dann schreiben Sie auf diese Etikett ein Datum, das in Ihrem Leben eine wichtige Rolle spielt. Also das kann dann zum Beispiel sein Datum von die erste Kuss oder wissen Sie nicht mehr. So lange schon zurück. Okay. Immer so halten und immer so lassen. Und jetzt sprechen Sie die Worte. Abracadabra, escamote. Abracadabra, escamote. Ja, das heißt Verschwindibus auf Französisch. Was sehen Sie in die Schublade, Rita? 50 Cent. Die 50 Cent. Es sind nur noch die 50 Cent drin. Und drehen Sie die Schublade um. Nichts mehr. Schauen Sie in die Hülle. Wie hat sie das gemacht? Und was ist da drin? Es ist tatsächlich der Euro mit dem Datum. Hey! Richtig, nein, das muss ich. Und dann erfasst sie so mein Handgelenk hier. Richtig fest. Ja. Und jetzt schütteln sie. Ja, genau. Ein bisschen Ladehemmung. Oh, der Kerl hat aber. Hey. Langsam. Und wenn das ein echtes magisches Wundersalz ist, dann haben sie jetzt alle diese Salzkristalle wieder zurückgeschüttelt in das Päckle. Nennen sie das. Was ist das Ihr Päckle? Steht auch, was ist für eine Zahl? 120. Ihr Päckle wieder einwandfrei unversehrt.